Servus Leute, was der? Und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt vier Sachen zu besprechen, bevor es echt anfängt. Heute ist eigentlich Sunday of 4, aber es ist etwas passiert. Und jetzt ist die Eatsports auf beim Mediamarkt zu reparieren. Aber etwas. Irgendwas war los, Und das dauert jetzt ungefähr eine Woche. Und dann geht's wieder, hoffe ich, Und dann kann ich Sunday Hof 4 spielen, Und deswegen mache ich heute was ganz anderes. Aber, und das zweite ist, ich habe gesagt, Top 8 der besten Filme. Jetzt sind es Top 12. Ja, weil ich habe endlich 4 Filme gefunden, die es geschafft haben auf Platz 9, 10, 11 und 12, und das kommt selbst, wenn ich in 10 das endlich habe. Ja, das dritte ist es, heute kommen Filme, die nicht so gut sind. Also, ihr habt ja schon 2 Videos gesehen von Filmen, die nicht gut sind. Aber hier sind noch ein paar Filme, weil ich habe ja schon, ich glaube, 4 oder 5 oder vielleicht auch 6 Mal wieder Filme gekauft. Und ich habe von denen auch das angeschaut und dann sage ich von denen auch, was von denen das Schlechteste war. Aber bevor ich anfange, muss ich euch noch was anderes sagen. Das ist jetzt auch das vierte. Neue Filme habe ich. Also neue Filme habe ich wieder gekauft und so. Und deswegen werde ich euch die präsentieren. Hier ist natürlich Star Wars Episode 8. Voll gut, das kann also der 8 ist auch der beste für mich. Ja, also für mich ist der 8 der beste. Und dann kommt der 3., dann kommt der 7., dann Mod 1, dann der 2. Der 2., dann der 6. Der 6. war schon gut, aber der 2. war ein bisschen besser. Dann kommt 1, dann 5 und 4. Ja. Ich meine, 5 und 4 sind eh gut, aber die anderen Teile waren besser. Ja. Weiter geht's mit einem Horrorfilm. Oder Thriller. Mächter der Nacht. Das ist der erste Teil, Mächter der Nacht. Und der Film ist echt sehr gut. Kann auch jeden erfinden, ein echt guter Horrorfilm. Weiter geht's mit Witte-Noise, was ist das eine Art, aber ich liebe diesen Film. Also, es ist auch ein Horrorfilm, Art Horrorfilm und Killer. Dieser Film ist eigentlich sehr bekannt, aber mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen. So, weiter geht's mit Alien 3. Viele sagen ja, dass der 3. nicht so gut ist. Ich fand den sehr gut eigentlich. Ich meine, ich habe ihn gestern gesehen, aber er war voll gut, muss ich sagen. Sorry. Muss ich lesen. Ja, kann euch auf jeden Fall jeder empfehlen, auf jeden Fall. Und der Film ist eigentlich echt sehr gut, also er ist schon gut, aber nicht besser als der 6., also Alien Blender und Alien vs. Blender, also das nicht auf jeden Fall. Weiter geht's mit 4 Nicolas Cage Filme, die ich neu gekauft habe. Wir haben hier Binning, God, The Dead, ein echt guter Film, also er war echt gut. Ein paar Sachen haben mich auch zerstört in den Szenen, aber er war echt gut. Genauso wie Coca-Fee, das ist auch noch voll gut gewesen. Also der Film war echt gut. Und ein echt guter Actionfilm mit ihnen. Dann haben wir hier einen sehr bekannten Klassiker mit ihnen. Der war nicht so gut. Also viele sagen, er ist sehr gut, aber für mich war er nicht so meins. 8mm. 8mm war, naja. Es geht. Die erste Hälfte war nicht so meins und die zweite war schon viel besser.
Und, das habe ich noch nicht angeschaut, aber schau mal, wie er ist. Stadt der Engel. Also darauf bin ich sehr gespannt. Wann ich das anschaue, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, dass er gut ist. So. Jetzt kommt zwei meiner Lieblingsfilme und die dabei sind bei Top 12. Und es sind richtige Klassikers. Es ist einfach episch. Tanze 10 Punkte, voll gut. Also, das ist kein China-Film. Einmal ein Klassiker von 1993. Mit Liam Neeson und Ben, der von Prince of Persia und Iron Man. Und der Voldemort, der Ralph. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Nachname, aber auf jeden Fall, der Film ist sehr bekannt, aber er ist sehr, sehr verstörend. Würde ich nur sagen, also er ist sehr verstörend, sieht über den Zweiten Weltkrieg und so weiter. Schillers Liste. Also Schillers Liste ist ein echt guter Film und der ist auch ein Oscar-Film. Dieser Film wurde es beliebt von 7 Oscars. Von 7 Oscars. Also das hat er echt verdient, weil 7 Oscars, der Film ist top. Und hier haben wir einen echt guten Film, der so gut, so einen echt guten Film habe ich noch nie gesehen, aber er ist nicht auf Platz 1 oder 2 oder 3. Hier ist mit Russell Kurt Gladiator. Also kann doch jeder Film, Gladiator. Das ist nicht der beste Ritterfilm. 300 ist besser, aber das ist der zweitbeste. Also Gladiator, top. Urtraurig, die beste Musik, mega gut, die 10, alles 10 Punkte. Noch besser geht's nicht. Doch, bei 300, aber ich meine, so geil. So, aber jetzt kommen die Filme, die nach diesen Sachen, die ich die bekommen habe, nicht so gut sind. Also, ich finde die Hülle besser als der Film, muss ich sagen. Also fangen wir mal an. Ein echt Klassiker, ein echt guter Klassiker eigentlich. Davon gibt es 3 Teile. Der erste war sehr, sehr gut, der ist auch der beste. Der dritte war voll gut, doch der zweite voll schlecht. Düke der 36 Kammern der Schalonen. Alter, die erste Hälfte war so scheiße. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber echt jetzt. Der erste war nicht gut. Überhaupt nicht. Und die zweite war dann ein bisschen besser. Also der Film hat nur 8 Punkte. Also echt jetzt. Also ich kann euch nur den ersten und den dritten erfüllen. Den zweiten. Hier haben wir was mit Klaus Kinski. Eigentlich mag ich seine Filme. Aber die zwei. Naja. War nicht so meins. Wir haben ja mal Der Fluch der Bestie. Ich weiß, die Hülle sieht voll geil aus mit Blut, aber der Film ist mega scheiße. Also, die zweite Hälfte war noch sehr gut, aber die erste überhaupt nicht. Das ist nicht ein Horrorfilm, das ist so eine Art. Das ist so eine Art Kramer oder so irgendwas in der Art, aber absolut kein Horrorfilm. Dann haben wir noch was mit Klaus Kinski. 3 Arme für den Satan. Eigentlich habe ich gedacht, dass es ein echt guter Western-Film ist, doch ich habe mich enttäuscht. Der Film war nicht so gut. Also echt nicht so gut. Ich glaube, es ist besser. Dann haben wir hier der Bug. Da steht. Der unheimlichste Film des Jahres, du wirst vor Anstreien, manche Türen sollten nie geöffnet werden. Der Film war schon gut, aber ein paar Sachen haben mich gestört und deswegen ist der Film nicht gut. Genauso wie das da. Der Host. Also,
der Host war nicht so meins. Also der Host überhaupt nicht. Also der Host, ich habe mich schon be ich habe also der hat nur 7 Punkte. Ich habe gedacht, der ist gut, aber nee. Genauso wie dies. Blade Chip. Er war schon gut, hat 8 Punkte, aber naja. Es geht besser. Es geht besser, muss ich sagen. Und das Letzte, was auch noch dabei ist, ist, ja, von den neuen Filmen, die ich jetzt da gekauft habe, sind alle voll gut, außer einen. Ich weiß nicht, wie stark der Engel ist, was muss ich noch anschauen? 8 mm. Ja, von Nicolas Cage, also der Film war nicht meins, also das ist nicht sein schlechter. Sein schlechter ist Deadpool. Ja, 8 mm war besser als Deadpool. Also nicht so besonders. So, bevor ich wieder abschalte, muss ich noch was sagen. Ich habe was vergessen mit den besten Klassikers. Ja, und zwar habe ich vergessen Minnetou, Kara Beminsi und Bud Spencer und der Seal. Also nochmals, Bud Spencer und der Seal, von den zwei Schauspieler, sollt ihr auch Filme kaufen, wo sie auch gemeinsam mitspielen. Also zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, zwei außer Rand und Band, das Krokodil und Zenitpferd, zwei bärenstarke Typen, vier Fürste die Rio, vier Fürste die Hallulia und so weiter und so fort. Von Minnetou alle 13 Filme voll gut, kann ich empfehlen. Und von Kara Beminsi einfach die drei Filme von Kamai. Also die habe ich vergessen bei den besten Klassikers. Ja. Und beim nächsten Mal verspreche ich, dass Santi Hof 4 kommt. Und wie immer, abonniert dich, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar über dieses Video und vielen Dank für 19 Abonnenten. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.